Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Stegmann. Heute mal das Thema an neuen Autos, eine Hohlraumversiegelung. Macht das überhaupt Sinn? Beziehungsweise, warum rosten Autos überhaupt? Und wenn ihr es selber machen wollt, haben wir auch noch ein paar Tipps für euch. Wie sieht es da drin aus? Das ist die Verbindung der Schwellerkante Außenblech-Innenblech. Auf den ersten Blick, wenn man weit hinschaut, sieht es jetzt nicht aus, als wäre hier ein Schutzmaterial aufgetragen. Das wird in zwei Durchgängen lackiert. Also ihr seht selbst, bei den nagelneuen Autos, wenn nichts geschützt ist, hier das beste Beispiel an dieser Lagerbuchse. Sauerstoff, Wasser, blankes Metall ergibt Oxidation. Warum jetzt eine Hohlraumkonservierung an modernen Fahrzeugen? Naja, früher war das ja ein bisschen anders, wo wir noch keine Innenradläufe und Verkleidungen an dem Fahrzeug hatten. Da war das extrem wichtig. Bei den modernen Fahrzeugen ist ja eigentlich alles verkleidet. Aber warum entsteht überhaupt Korrosion bzw. die Oxidation? So nennt man das die eine Art, nämlich der Sauerstoff, das Element, das am meisten auf der Erde vorhanden ist, das sucht sich immer eigentlich, wenn man es einfach erklären möchte, zwei Elektronenpaare und verbindet sich daher gerne mit anderen Atomen. Wenn sich jetzt ein Sauerstoff mit einem Metall verbindet, dann entsteht Oxid, also die Oxidation. Der Sauerstoff entzieht zwei Elektronen dem Metall und so gibt es eine Veränderung unseres Metalls und es rostet. Und daher ist natürlich die Bestrebung eines jeden Autoherstellers, das Metall vor Sauerstoff zu schützen. Daher haben wir hier KTL-Grundierung. Wenn man jetzt noch eine Hohlraumkonservierung drauf macht, beziehungsweise die Hohlräume konserviert, haben wir noch einen zusätzlichen Schutz des Metalls vor Sauerstoff. Und dann haben wir noch eine andere Art, die nennt sich Kontaktkorrosion. Das wäre jetzt, wie jetzt bei dem Autohersteller hier, wir haben ein Innenradhaus aus Aluminium, die Seitenwand aus Stahl. Das heißt, wir haben verschiedene Baustoffe oder Werkstoffe. Und jeder Werkstoff hat so sein eigenes Spannungsfeld. Wir könnten jetzt sagen, die Seitenwand hat eine Spannung von 1 Volt beispielsweise, Aluminium 0,5 Volt. Und wenn jetzt diese Metalle aufeinander kommen blank, findet ein Spannungsaustausch statt. Und das unedlere Metall, in dem Fall das Aluminium, gibt nach, löst sich sozusagen wirklich auf. Und darum auch hier ganz wichtig, eine Schutzschicht, dass dieser Spannungsaustausch nicht stattfinden kann. Und diese ganzen Effekte, die wir jetzt gerade besprochen haben, verstärken sich noch dadurch, wenn Wasser bzw. Salzwasser ins Spiel kommt, dann geht das umso schneller. Und darum versuchen die Hersteller, die Fahrzeuge so zu schützen und eine zusätzliche Hohlraumkonservierung bietet genau zusätzlichen Schutz. Wichtig, bevor man mit der Hohlraumkonservierung anfängt bzw. mit dem Flächenschutz nachher, ihr seht selber, Auto einmal bitte ordentlich abdecken. Je nachdem nach Fahrzeug, muss ich den Motor schützen oder nicht, beziehungsweise habe ich Elektronikkomponenten, Hochvoltkomponenten, die ich einfach schützen muss, weil da kein Material drauf kommt. Also einmal ordentlich vorbereiten. Dann der zweite wichtige Punkt für euch, checkt euer Auto. Das heißt, schaut mal in die Hohlräume rein, weil genau das Ergebnis von dem, was ihr seht, wichtig ist, was danach kommt, nämlich welches Material nehmen wir. Also, lasst uns mal in die Hohlräume reinschauen. Einmal, wir sehen vorhandenen Korrosionsschutz oder ist da schon ein Hohlraumschutzmaterial drin im Fahrzeug oder nicht? Zweite Frage, habe ich schon vielleicht an irgendwelchen kleinen Ansätzen an den Schwachstellen des Fahrzeugs? Die erkennt ihr am besten, wenn ihr euer Fahrzeug mal googelt und ja, Rostschutz oder Korrosion eingebt, Schwachstellen, dann kriegt man das ja in jeglichen Foren mit und diese Stellen müsst ihr checken. Bei Model 3 haben wir jetzt hier einmal den Schwellerbereich, wo wir reingucken müssen. Wie sieht es da drin aus? Jetzt sehen wir hier diese Kante da unten, wo ihr seht, das hier. Das ist genau die Verbindung der Schwellerkante Außenblech, Innenblech. Ja? Und wir sehen hier, okay, wir haben hier naja, leider nichts drauf. Da ist auch im ganzen Schweller kein nichts. Und wir haben hier aber in diesem Fall noch keinerlei Ansätze von Rost bzw. Ablagerungen, die dort rosten könnten. Das heißt, wir können das richtige Material jetzt aussuchen bzw. das Material nehmen, was für Neufahrzeuge am besten geeignet ist. Schauen wir mal in die Seitenwand. Kleines Beispiel, wenn das Fahrzeug abgebaut ist, ihr seht, da kann sich Wasser lagern. Neues, relativ oder sehr neues Fahrzeug, leichte Ansätze. Genau sowas sollte man verhindern.
Schauen wir in die Seitenwand rein. Wir hatten hier gesprochen von Aluminium-Stahlverbund bei dem Fahrzeug. Und ihr werdet selber, wenn ihr im Internet danach googelt, ausgebaute Seitenwände mal schaut, dann sieht man, wenn man die Seitenwand rausmacht, so in diesem Kniestückbereich hier ungefähr, dass da die allerersten leichte Ansätze haben. Bei den allerersten war nämlich da keine Grundierung innen drin. Wir haben hier einen, den sehen wir gleich, einen orangenen Schaumstoff drin. Und da staut sich quasi die Feuchtigkeit im Fahrzeug. Jetzt schauen wir mal, wie es bei diesem neuen Fahrzeug aussieht. Also das hier ist unsere Radlaufkante. Ihr seht hier, da drückt es den Kleber raus, den jeder Hersteller zwischen die Seitenwände macht, der wichtig ist. Wir sehen hier die komplette Grundierung. Und hier ist der Schaumstoff, wovon wir gerade gesprochen haben. Das schöne Orange, ne? Das ist unser Trennmaterial quasi. Und wir sehen, wir haben eine komplette Grundierung. Wir haben auch in diesem Bereich keinen Rostansatz. Und wir haben hier, wenn wir hier durchziehen, das ist unsere Radlaufkante. Da sieht alles sehr, sehr sauber aus. Also, gut gemacht. Sauber bis in die letzte Ritze grundiert. Aber was fehlt euch, wenn ihr auf dem Bild schaut? Naja, es fehlt das zusätzliche Hohlraumschutzmaterial, wo bei anderen Herstellern gemacht wird. Aber wir wissen selber, alles was aus Fernost kommt oder USA, also was nicht in Deutschland produziert wird, hat keinen Hohlraumschutz. Okay, wir wissen, warum entsteht Korrosion. Wir haben unseren Fahrzeugcheck gemacht, wissen, dass der noch gut aussieht, wir den eigentlich nur noch zusätzlich schützen möchten, beziehungsweise der Kunde des Fahrzeugs möchte den zusätzlich schützen lassen. Was machen wir jetzt mit der Erkenntnis? Das heißt, wir wählen jetzt unser Material aus. Wichtig ist, wir haben jetzt hier beispielsweise unser Neufahrzeug, dass unsere Hohlräume bzw. unsere Felze geschützt sind. Und das haben wir hier mal ein bisschen simuliert an diesem Schaublech. Hier kommt jetzt bei diesem Fahrzeug das Material Revolution 2 drauf von Timex, was ideal für Neufahrzeuge bzw. sehr gut gebrauchte Fahrzeuge ist, wo kein Rost vorhanden ist. Das Material setzt sich schön drauf, bleibt standhaft, fließt nicht raus, auch wenn es richtig heiß ist, aber es hat die schöne Eigenschaft, sich trotzdem hier runter zu arbeiten. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen bis in die letzte Ritze den Schutz haben. Habe ich jetzt Fahrzeuge, die hier leichte Rostansätze haben, nehme ich natürlich ein anderes Material, nämlich ein Material, das Rost wirklich fast sogar unterwandert und richtig schützt. Da gibt es ganz coole Infos, wie Timex das testet. Schaut mal rein bei dir auf dem Kanal, da sieht es richtig cool, was die machen. Dann tun wir natürlich unseren Flächenschutz mit einem Unterbodenschutzmaterial machen. Aber jetzt hat es so ein bisschen Beigeschmack. Der eine oder andere sagt, ein schwarzer Unterbodenschutz möchte ich auf dem Fahrzeug nicht haben. Und auch hier geht natürlich die Entwicklung dieser Materialien weiter. Und wir haben uns jetzt hier für Timex Hero 2 entschieden. Das ist ein Material, ihr seht, auf den ersten Blick, wenn man weit hinschaut, sieht es jetzt nicht aus, als wäre hier ein Schutzmaterial aufgetragen. Das wird in zwei Durchgängen lackiert. Der erste Gang wird lackiert, dann wird 3 Stunden gewartet, bis er angehärtet ist. Und dann kommt eine schöne zweite Schicht drüber und dann haben wir einen richtig guten Flächenschutz. Ihr seht das, wenn wir jetzt hier mal hingehen. Also, das Zeug, das ist ultra resistent. Das heißt, wir haben Salz, Wasser, das perlt einfach alles ab und es bleibt kein Staub kleben. Wir haben eine schöne geschlossene, lackierte, nie nochmal eine zusätzlich lackierte Schicht von dem Material drauf, was unseren Unterboden wirklich schützen kann. Stellt sich natürlich die Frage, was machen wir mit unseren Achsen? Es gibt immer so ein Zwiegespräch, Achsen, die Gummis mit Hohlraumschutzmaterial besprühen. Beim Unterbodenschutz steht immer eindeutig drauf, nicht auf Gummis. Ja, wir haben auch das getestet natürlich, weil wir natürlich das so für uns wissen wollen, was macht Sinn. Wir haben jetzt hier dieses weichere Material genommen auf unserem Gummi. Das liegt jetzt schon ein bisschen, das Zeug. Und wir merken, okay, der Gummi ist noch nicht angegriffen. Also es greift das Material nicht an. Was wir noch persönlich cooler fanden, wenn ihr diesen Unterbodenschutz nehmt, auch der greift das Material in keinster Weise an. Ihr merkt, er ist ganz leicht auf dem Gummi, ganz leicht klebrig, aber er reißt nicht. Das heißt, wir können unseren Gummi bewegen und ich habe den dauerhaften Schutz. Auch selbst wenn das Material auf dem Gummi draufkommt, passiert hier nichts. Und ich habe den schönen Flächenschutz nachher auf meinen ganzen Achsteilen
dass nicht genau das passiert, was wir vorher gezeigt haben, nämlich, oder noch nicht weiter fortschreitet, weil die meisten Autos kommen ja schon so mit leichtem Rost an den Achsträgern. Aber so können wir das dann optimal schützen mit diesen Materialien. Also für euch wichtig, wenn ihr es selber machen wollt, macht euch erstmal schlau, welche Materialien machen für euch persönlich Sinn, beziehungsweise nach dem Fahrzeugcheck, was nehme ich dann für ein Material? Ich würde mal sagen, jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das aufgebracht wird und dann kommen wir kurz zum Fazit. Tipp für euch, wenn ihr bei euch die Hohlraumkonservierung macht. Also wir gehen danach wieder hin und schauen natürlich, liegt es da, wo das Material hin soll. Und darum schauen wir jetzt wieder rein. Wenn es noch nicht ganz genau da ist, wo es hin soll, dann machen wir einfach nochmal, oder? Das Problem ist ja, an der Düse ist keine Sonde dran. Das heißt, wir fahren mit der Düse rein, geht davon aus, dass diese 360-Grad-Düse alles schön, ja, versiegelt. Vertrauen ist gut. Wie heißt das schön? Kontrolle ist besser. Also ihr seht, wie es hier drin aussieht. Oh ja. Also das Material kommt gut und es liegt genau da, wo wir es haben wollen. Das ist genau unser Außenschweller. Das ist da unten unser Innenschwellerbereich. Und wenn wir jetzt hier reingehen, das ist oben und dann gehen wir hier in die andere Ecke. So, das ist unser Schweller. Das, was wir im Schweller gesehen haben, der erste Einblick, könnte man jetzt von vorne noch machen. Wie weit ist von vorne? Aber wir sehen, okay, das Material ist da. Und Tests erweisen ja auch, das Material arbeitet. Das heißt, das zieht sich jetzt erst noch richtig hin, weil genau das Coole an dem Material ist, dass es so eine Öl-Wachs-Kombination ist. Öl kriecht gerne, der Wachsanteil haftet gerne, dadurch, dass es eine Kombination ist. Perfekt, oder? Und bei dem Lotion 2 haben wir einen höheren Wachsanteil, darum für Neufahrzeuge besser geeignet. Und wenn wir jetzt Rost gehabt hätten, würden wir das andere Material nehmen, was einen höheren Ölanteil hat. Soweit mal ein paar Infos zur Hohlraumkonservierung an Neufahrzeugen bzw. gut erhaltenen Gebrauchtwagen. Die Frage war ja, macht Sinn eine Hohlraumkonservierung? Also wenn ihr, egal welches Auto ihr habt, es länger fahren wollt, über einen längeren Zeitraum, beziehungsweise vielleicht auch einen hochwertigen Gebrauchtwagen habt, dann macht es sicherlich Sinn. Und wenn man die richtigen Materialien nimmt, das ordentlich auch dokumentiert hat, dann ist vielleicht sogar ein Werterhalt, beziehungsweise ein Verkaufsargument. Jetzt, welche Punkte sind ganz wichtig zu beachten? Erstens, so wie hier, einmal Fahrzeug schön abdecken, einen sauberen Platz haben, dann das Fahrzeug richtig sauber machen. Wir dampfen das Fahrzeug ab, wir reinigen es nochmal nach. Wenn ihr es selber macht, macht das auch, weil es macht keinen Sinn, den Dreck zu konservieren. Zweitens, schaut den Zustand des Fahrzeugs an. Schaut nach den Schwachstellen des jeweiligen Fahrzeugs, kontrolliert diese und wenn es gut aussieht, oder ob es schon leichte Rostansätze hat innen drin. Drittens, wählt das richtige Material aus nach dem Zustand des Fahrzeugs. Können auch zwei verschiedene Materialien sein, so wie wir jetzt mit dem Klarsicht-Unterbodenschutz, der das immer richtig schön hart versiegelt, und dem Material für die Hohlräume. Viertens, kontrolliert nochmal nach. Ist es überhaupt das Material genau da, wo es auch hin soll? Am besten dokumentiert man das Ganze. Also wir dokumentieren das, geben das nachher unserem Kunde mit. Dann hat er nämlich einen sauberen Ablauf der ganzen Geschichte und wir haben wirklich auch eine gute Historie, wo man dann beim Verkauf wieder weitergeben kann. Gut, soweit einmal. Also ein paar Tipps für euch, wenn ihr es selber macht, beziehungsweise wenn ihr es bei uns machen lassen wollt, habt ihr gesehen, was wir jetzt aktuell machen, dass wir mit Timex arbeiten. Wenn ihr Interesse habt, gerne auf unsere Webseite gehen, stegmann-lack.de. Da gibt es dann ein Formular, was man ausfüllen kann, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten gerne E-Mail an info@stegmann
oder ruft einfach an. Okay, soweit. Habt ihr noch Fragen dazu bzw. Ideen? Gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Macht's gut.